Gut, Kick-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Tierlist von uns beiden. Wir haben die Tierlist zugesendet bekommen unter einem unserer Videos von Nairolf Football. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der hat, nehmen wir an, die Tierlist auch erstellt. Also liebe Grüße an Nairolf Football. Hat auch einen YouTube-Kanal, schaut gerne mal vorbei. Macht sehr coole Videos, liebe Grüße. Vielen Dank für die Tierlist. Wir haben einige Kategorien in der Tierlist jetzt rausgenommen, da es relativ viele waren und wir finden es leichter, die so... Es ist übersichtlicher. Es ist auf jeden Fall übersichtlicher für die Aufnahme und wir können die Spieler schneller einordnen, da es ja einige sind. Deswegen muss man es ranhalten, kein Mensch will uns eine Stunde labern hören. Unser erstes ist eine Legende. Der Lord. Bendtner. Ja. Bewerten wir ihn generell über seine Fußballkarriere oder in der Zeit beim VfL Wolfsburg? Bei der Tierlist extra steht, dass es nur von der Zeit von Wolfsburg bewertet werden soll, nicht von jetzt, wie er jetzt ist. Dann machen wir das so, oder? Ja. Bendtner, Zeit von Wolfsburg. Ja, er hat halt nicht viel gezeigt. Jetzt das Schönste, was er erlebt hat bei Wolfsburg, war der Supercup. Ja. Er hat das Tor geschossen. Da und hat er Elfmeter. Hat er uns sozusagen eigentlich den Sieg gebracht. Ja. Aber viel mehr große Sachen gibt es nicht. Kam. Ich weiß noch, es gab einen Witz, dass er mehr Tore hat als Messi und Ronaldo in der Europa League. Ja. Aber ja. Der Lord Bendtner, das ist. Aber er ist an sich so schon eine Legende, weil er einfach der Lord ist. Deswegen müssen wir ihn jetzt nicht als Legende einordnen, da er ja schon so was zugesprochen hat. Wenn wir wirklich nur nach Leistung gehen, dann müsste er tatsächlich ins Schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ja, der war nicht gut. Ein gutes Spiel im Supercup bringt ihn jetzt nicht hier in Mittel oder als ein guter Spieler. Leistungstechnisch schlecht, aber so an sich ist eigentlich eine Legende. Die noch so kommen, ich glaube, da müssen wir fair bleiben. Ja. Ich sehe gerade, wir müssen uns wirklich ranhalten. Virinha, einer meiner persönlichen Lieblingsspieler. Hat, finde ich zumindest. Du hast was mit den Achtern. Also den Achten hin. Wen habe ich noch? Steffen. Jetzt. Steffen, stimmt. Wen gab es noch? Nach Virinha kam direkt Steffen, oder? Ich glaube, das ist ziemlich genau der. Ja, Achter weiß ich nicht. Irgendwas ist da. Virinha, der war schon ziemlich gut. Der hat im DFB-Pokalfinale, der war ziemlich lange bei uns. Hatten wir, glaube ich, in einem der letzten Videos schon erwähnt? Nee. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, er hat auf jeden Fall den entscheidenden Treffer gegen Braunschweig gemacht. Das hatten wir schon erzählt im letzten Tierlist-Video, als wir VfL-Saisons bewertet haben. Ich fand, das war schon ein guter Spieler. Ist auch vom Flügel auf die Rechtsverteidigerposition gerutscht mit der Zeit. Und auch da war die Sache. Und der Hacking sogar gut gemacht. Ja. Guter Spieler, können wir uns darauf einigen. Wir müssen uns nicht bei jedem Spiel einig sein. Dann ranken wir den einfach irgendwie ein und einer ist unzufrieden. Lassen wir dann so. Naldo, der war schon stark bei uns. Er war stark, aber ich habe mit ihm immer noch ein Hütchen zu rupfen, weil er bei der Mauer beim Real Madrid Spiel sich weggedreht hat und dann durch diese Lücke, wo er sich weggedreht hat, das Tor gefallen ist. Da habe ich immer noch ein Hütchen zu rupfen. Genauso wie mit Caligiuri war es, der in der 90. Minute das Spiel zu langsam gemacht hat für meine Verhältnisse. Weshalb wir dann kein Tor mehr geschossen hätten. Hätte er schneller gemacht, hätten wir ein Tor geschossen. Das wissen wir alle. Aber so an sich war der schon richtig gut. Einer unserer besten Innenverteidiger. Allein die Freistöße, das war der Wahnsinn. Ich würde ihn nicht in Weltklasse einordnen. Aber auch ein guter Spieler. Dante. Der kam von Bayern. Da hat er doch auch so dieses Lied. Wir holen Meisterschaft. Mhm. Wir holen Champions League und Pokal. Dante, was machen wir mit dem? Also er ist. Der war sehr langsam, der war sehr behäbig. Erinnert mich ein bisschen an Brooks. Wollte ich gerade sagen. Das war schon. Ich habe bessere Innenverteidiger gesehen. Die Frage ist: Ist er jetzt schlecht oder ist er Mitte? War er schlecht? Gucken gerade an, welche Spieler ist noch. Wer kommt noch? Also, als ich. Ja. Ich muss ihn schon fast in schlecht einordnen, tatsächlich. Ah, er war auf jeden Fall besser als Bendtner.
Ja, dann machen wir einen Kompromiss. Wir packen ihn schlecht, aber relativ hoch. Sagen wir das. Sagen wir so. Benayo, Legende. Keine Meinung. Benayo ist eine absolute VfL-Legende. Das ist. Also neben vielleicht Virinha, so gehört er zu meinen Lieblings-VfL-Spielern. Und der war einfach geil. Der war so lange bei uns. Also in seinen Höchstzeiten, vor allem jetzt in der Meisterschaft, erinnere ich mich noch gerne noch daran, wie er Konter immer eingeleitet hat. Das hat sich mit der Zeit dann gelegt in der Meisterschaft. Ich erinnere mich an eine Szene gegen Bayern, war es, ja, meine ich, wo er einen Bayern-Spieler so wegdrückt und mit einem weiten Einwurf auf Misimovic? Ja, Misimovic, Tor. Wir wissen es doch. Das war auch mit einer der schnellsten Konter. Das ist auch ein Konter aus dem Lehrbuch. Das kannst du in ein Buch packen. Ja. Für die besten Spielzüge oder die besten Konter, und das ist mit weit oben dabei. Legende. In Legenden kommen vielleicht nicht nur die Spieler mit den zwei Spieler, mit den besten Leistungen, würde ich sagen, aber einfach auch die sehr viel mit dem VfL leistungsbezogen sind, die unteren Weltklasse, vier. Genau, die unter 5. 1, 2, 4, weil keine Meinung ist ja jetzt auch nicht unbedingt leistungsbezogen. Ja. Und Legende ist halt einfach, wenn du eine Legende bist, so wie es Julian Draxler war. Draxler. Er will weg, er ist gefangen. J. Draxler wird festgehalten in Wolfsburg. Also, der war schon ziemlich scheiße bei uns. Er war nicht schlecht, ich bin ganz ehrlich, er hat nicht schlecht gespielt, aber für das Geld, das er gekommen ist, für das, was man erwartet hat, ich kann den nicht zu einem guten Spieler packen. Packen wir ihn zur Mitte, weil er besser war als Dante. Ja. Er war auch, war nicht schlecht, aber er ist jetzt, man muss auch ein bisschen preis-leistungstechnisch, das können wir ja mit berücksichtigen, ist es einfach nur Mitte. Das war eine Katastrophe für das Geld, was er gebracht hat am Ende. Und auch für die Persönlichkeit, nenne ich es jetzt. Ist vielleicht nicht unbedingt seine Persönlichkeit, sondern sein Verhalten, was er am Tag gelegt hat, war jetzt nicht unbedingt das für einen guten Spieler. Ja. Caligiuri. Ich war wirklich nicht unbedingt ein Fan, als er bei Wolfsburg war. Irgendwie. Der spielt jetzt mittlerweile ja so Rechtsverteidiger, rechter Außenverteidiger. Bei uns hat er ja. Was, linker Flügel? Auf jeden Fall auf dem Flügel. Also wir haben es mit dem Flügel, die zu Verteidiger werden. Caligiuri, Virinha, ja. Steffen. Stimmt. Der hat im Pokalspiel, im Finale vor allem, ich glaube, da hat er auch von Anfang an gespielt. Mhm. Vor allem in der Saison, da waren zwar alle gut, aber er hatte auch einen großen Anteil daran, dass wir so stabil standen. Aber, obwohl wir haben Virinha und Naldo, dann muss ich eigentlich auch Caligiuri in einen guten Spieler reinpacken. Nicht? Du würdest ihn in die Mitte reinpacken, wa? Ich bin ehrlich, ich war nie ein großer Fan, deswegen würde ich ihn auch in die Mitte reinpacken. Ich tu dir den Gefallen, ich packe ihn in die Mitte. Das ist klar. Oh Gott. Das sieht man jetzt nicht, aber ganz leicht, du kannst es erkennen. Ein Schuldetrikot. Warum du dir auch immer... Das war zu Anfang der Saison, haben wir die Trikots geholt, es ist ein Weltmeister, der kommt, und wir dachten uns einfach, Ich war ein bisschen gehypt, tatsächlich. Ich habe gedacht, Schürrle, der auch der Vorlagengeber zu dem Tor, das wird was. Ja. Aber man muss auch sagen, wir haben ihn für viel Geld geholt, aber auch für viel Geld wieder verkauft. Also Dortmund. Aber liebe Grüße. Es geht jetzt um die Leistung. Und war der schlecht? Der war schon schlecht. Der war schon nicht gut. Wir haben herausgefunden, er war einmal der Torjäger für Wolfsburg. Sogar in der Saison, wo man Real Madrid geschlagen hat. In der Bundesliga hat er doch 10 in 32 oder sowas gemacht. Stimmt. Also an sich kann man sagen, Mitte. Ja, dann müssen wir in der Mitte reinpacken. Ja. Aber auch da auf jeden Fall nicht vor Caligiuri. Nee. Und vor Kinder. Kruse auch. Wir hatten wirklich guten Spitznamen, aber ich weiß nicht, ob das. Nee, wir lassen nicht für YouTube. Kruse, das ist. Also vor allem hat er überzeugt damit, dass er Geld verloren hat in Taxis in Berlin. Da gab's und Story Videos gedreht hat. Wie wir, bloß andere. Wie wir, bloß ein bisschen anders. Ja, ein bisschen. Kruse. Ja. Also leistungstechnisch kann ich mich nichts nichts Besonderes. Ich weiß noch, ich habe zuletzt sogar ein Supercup-Video nochmal gesehen. Er hat auch einen Elfmeter geschossen. Ja.
auch getroffen, weil sonst hätte man... Hat er schlecht gespielt? Ich will ihn jetzt nicht zu Bendtner reinpacken, weil er war schon ein besserer Stürmer. Pack ihn einfach zu Mitte. Wenn da der Jule ist und der André, dann ist da auch der Max. Mitte wird glaube ich, am vollsten. Obwohl die nächsten sind ganz ordentlich. Ja, der nächste ist nämlich schlecht. Der war schlecht. Ich erinnere mich noch an das Spiel gegen Hannover. Er will ein Tor schießen, er verletzt sich. Das war bezeichnend für ihn. Ich erinnere mich auch noch, als er dann zu Stuttgart gegangen ist und dann Stuttgart gegen Wolfsburg gespielt hat, in Wolfsburg, und der wurde verabschiedet und hat einen Blumenstrauß bekommen. Der war einfach scheiße. Der hat zwar die meisten Tore gemacht in diesen Abstiegssaison. Ich denke mir aber, welche hat er nicht gemacht? Der hat 90% gefühlt waren Elfmeter. Und die anderen 10% waren Fuß hinhalten. Und es war, du musst mal sehen, wer hat die Tore gemacht. Es waren 17, waren es glaube ich Gomez. Einer Didavi, einer Arnold oder ja, sowas. Ja. Und da denke ich mir, das ist doch schon bezeichnend dafür, dass Andrés Jonker, Gomez-Fan, das muss man so sagen, der war ein großer Gomez-Fan, der hat das Spiel auf Gomez abgestimmt. Und wenn man sieht, wie viele Chancen er hatte, da hätten, ganz frech gesagt, das hätten 50 Tore fast schon sein müssen. Ja. Also, ja. Weiß ich nicht, was... Das komplette Gegenteil vom nächsten Spiel. Was viele mit dem hatten. Ja. Viele haben den ja irgendwie gefeiert, weiß ich nicht. Gegenteil zum nächsten Spieler, Dzeko, der war Weltklasse bei Wolfsburg. Ja, die muss man in Weltklasse. Der hat mit Grafit zusammen, auch noch in der Saison danach, als Grafit ein bisschen abgeflacht ist, hat er weiterhin gute Leistung. Torschützenkönig geworden in der Saison sogar. Ja. Also, einer der besten Wolfsburg-Stürmer. Neben Grafit. Immer noch in der ewigen Torjägerliste von Wolfsburg ist er jetzt weiter hinter Grafit. Auf Platz 2? Wout kommt da vielleicht demnächst dran. Ja, als Vierter. Der ist nah dran. Der ist Dritter? Da kommt noch ein Spieler. Okay. Ja, ich sehe. Weltklasse. Mhm. Allein für die Meistersaison und die Saison danach. Ja. Kuba. Leg. Das ist... Auch Flügelspieler zum Außenverteidiger. Der hat... Es gab ja die Geschichte, als er dann in seinem Heimatverein oder in Polen dann gespielt hat und dann irgendwie auf sein Gehalt verzichtet hat und irgendwie das an Kinderheim gespendet hat. Spielt wahrscheinlich sogar immer noch, ne? Bestimmt. Also von der Persönlichkeit her schon mal absolut. Von der Persönlichkeit her absolut Weltklasse. Absolutes Gegenteil von Jule. Wo packen wir ihn rein? Wie also, gut war der tatsächlich bei uns? Ich war auch nie fußballerisch nie ein großer Fan von ihm. Bei Dortmund war er tatsächlich, der war gut, das war alles in Ordnung. Aber so viel gezeigt bei uns hat er tatsächlich nicht. Mir tut's weh, aber ich muss ihn schlecht packen. Packen wir ihn aber dafür, um unser Herz zu stehen, fordern dann. Ja, bin ich mit dabei. Luis Gustavo. War gut, hätte ich jetzt gesagt. Im DFB-Pokal? Ich komme immer mit DFB-Pokal an, aber irgendwie ist das Spiel, was so am meisten in Erinnerung bleibt. Ja, es ist auch so, die Spieler, die im DFB-Pokal waren und die in der Meisterschaftssaison, die sind oben dabei. Und ja, natürlich, weil es auch einfach gute Saisons waren, wo sie einen großen Anteil hatten. Weil es auch die einzigen guten sind. Gustavo, auf A6. Gut, also ja, seinen Job gemacht, das gut. War einfach ein guter Spieler. Ja, ein aggressiver Spieler, der immer aggressiv in die Zweikämpfe reingegangen ist, aber das braucht man halt auch auf der 6. Ja, Origi. Unser guter Freund. Da haben Leon und ich eine Story zu. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo mal noch ein Video auf meinem Handy oder so finde. Vielleicht veröffentlichen wir das mal auf unserem Kanal. Ich habe mit ihm Memory gespielt. Das war zu einem Interview, als Origi frisch zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Da durfte ich durch ein, zwei Connections ein Interview mit ihm führen. Ein, zwei Fragen stellen. Ich war so nervös. Und danach... Du musstest es ja auch auf Englisch machen. Ich musste es auf Englisch machen und damals war mein Englisch... ist immer noch nicht gut, aber damals war es wirklich eine Katastrophe. Und dann durfte Leon noch in so einem Fanverbund mit noch einem weiteren Fan, glaube ich, zusammen
der mit Jonka, glaube ich, ja, Memory spielen durfte, durfte Leon zusammen mit Origi Memory spielen. Das war. Und danach haben wir uns auch noch nett mit ihm unterhalten. Über FIFA haben wir uns unterhalten, ja, über die belgische Nationalmannschaft. Über Nainggolan. Über Nainggolan, das weiß ich auch noch. Raucht. Der Nainggolan raucht tatsächlich, ja, Insider-Informationen von Origi. Ein Trikot von ihm habe ich bekommen für das Interview und unterschrieben. Vielleicht sieht das auch in der nächsten, im nächsten Video vielleicht mal an. Mega sympathisch. An sich deshalb müssen wir in der Mitte fangen. Selbst wenn er eher schlecht gespielt hat, wenn wir ehrlich sind, aber allein deshalb, er kriegt die Sympathie. Die, ja, kriegt kein anderer. Die kriegt Blaschikowski nicht, Uri die schon, das ist ja Logik. Aber na gut, muss halt so sein. Auch obwohl er uns der nie hat, an. Der hat im Champions League-Finale getroffen. Ja. Kann das hier noch wer behaupten aus der Tierlist? Ich glaube nicht. Julian Traxler kann sagen, er war auf der Bank beim Champions League-Finale, aber getroffen. Ich das nicht mal bin. Getroffen. Der hat ja Champions League-Finale getroffen. Stimmt. Ich weiß noch, dass er gut gegen Barcelona gespielt hat, aber diese Leistung dürfen wir hier nicht beeinflussen, weil es hier um Wolfsburg geht. Ricardo Rodriguez. Geiler Name, geiler Spieler. Torschütze gegen Real Madrid. Da gibt es nur noch eine Person, die auch hier gegen Real Madrid getroffen hat, von Wolfsburger Sicht. Dauert noch ein bisschen. Ja. Auf der linken Seite sehr, sehr gut gewesen. Sehr, sehr gut gewesen. Vor seiner Verletzung war er auch wirklich Weltklasse. Bloß danach, bin ich ehrlich, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendwas los war. Nach der Verletzung ist er nicht mehr so stark zurückgekommen. Irgendwas war komisch. Auch, ich weiß nicht, früher ist er immer mit einem Buckel gelaufen, was ihn auch stark gemacht hat. Und danach etwas war er gerade. Und danach ist er gerade gelaufen. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. An sich muss er ja dadurch gesünder, gesünder gewesen sein. Aber irgendwie war es dadurch nicht mehr so stark. Würde man ihn in dieser an seine Peak messen? Weltklasse? Weil ein viel besserer Linksverteidiger fällt mir nicht ein. Einer kommt tatsächlich noch. Der hat tatsächlich kein Trikot anhat, ja, sehe ich hier gerade. Ja, aber das war ein guter Spieler. Gibt es keine Diskussion. Ivica Holic. Der war geil, der Typ. Der ist wirklich um jeden Ball gerannt, wie ein Bekloppter. Der Ball war schon im Aus, der ist weiter. Der hat auch einen Fallrückzieher-Treffer gemacht. Ein Tor des Monats. Freiburg war es sogar, oder? Kann gut sein. Da hat auch Virinha, der ja jetzt schon bei guter Spieler ist, auch einen traumhaften Volley reingehandelt. Holic. Mitte. Also, wenn er Bock hatte in dem Spiel und wenn er dann ein, zwei Tore, also kämpferisch und vom Willen her war der schon ein guter Spieler. Aber dann hat er halt so an der Technik ein bisschen gehapert und so an Makoto Hasebe. Ich erinnere mich an eine Geschichte, als ich weiß nicht, ob Benayou da am Tor war oder Hitz oder ich weiß nicht mehr, wer es war. Und eine rote mit einer roten Karte runtergeflogen. Der hat eine Beleidigung gegen den Schiedsrichter, glaube ich, gemacht. Und Hasebe. Grüße gehen raus, Marvin. Und Hasebe kommt ins Tor. Gegen, war es nicht sogar Mainz oder Augsburg? Ist ja Jacke wie Hose. Das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen. Ja. Hasebe, leicht. Ich habe auch noch eine Geschichte. Ich bin mit ihm im Champions League Spiel gegen Beşiktaş Istanbul 2009 wahrscheinlich. War ja Gruppenphase, bin ich mit ihm eingelaufen, neben ihm. Ich habe auch tatsächlich eine lustige Einlaufgeschichte. Das Video wird hier eine Stunde lang, aber egal, wir ziehen das jetzt hier durch. Da bin ich weiß nicht mehr, wer es war. Mit irgendwem bin ich zu einem normalen Bundesligaspiel, glaube ich, eingelaufen. Am Ende haben wir, ich glaube, 4 oder 5-1 gegen Hertha verloren. Ich bin eingelaufen mit dem Spieler. Solltest du lieber nie wieder einlaufen. Der Spieler, mit dem ich eingelaufen bin, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, ist nach 20 Minuten runtergenommen worden. Und ich glaube, Grafit kam dann rein und Grafit hat dann das 4-1 gemacht. Also der Spieler ist runtergekommen und Grafit, der eingewechselt wurde, hat dann noch das eine Tor gemacht. Salihamidzic war es nicht. Der war ja auch viel später da. Da weiß ich nur, der ist ausgewechselt worden, eingewechselt und ausgewechselt worden. Und der eingewechselte Spieler für Salihamidzic, der ist leider nicht hier, deswegen ist es auch unnötig. Aber der eingewechselte Spieler war Polter und der hat gegen Stuttgart noch ein Tor gemacht. Krass. Da siehst du, wie viel Wissen ich in meinem Kopf habe. Du bist der Wahnsinn. Ich habe ihn jetzt mitgegangen. Ja. Ist ja auch bei der Meisterschaft dabei gewesen. Ja. Der war auch lange. Mit jetzt ist er auch lange bei Frankfurt. Mhm. Diego. Man erkennt es auf dem Bild vielleicht nicht ganz genau. Ich hoffe, das ist Diego. Ist
sieht. Ich glaube, das ist auch der einzige mit, der bei Fenerbahce dann gespielt hat. Ja. Der war schon geil. Ich mag das. Ich hätte ihn aber wahrscheinlich auch eher in Mitte reingepackt. Im Vergleich. Ja, im Vergleich jetzt zu denen, wo wir, die wir in guter Spieler reingepackt haben, Virinha, in dem Vergleich war er mit, tatsächlich nur Mitte, würde ich auch sagen. Aber dennoch fand ich, wenn er dann mal, weiß ich nicht, ein, zwei Dinge ausgepackt hat, irgendeinen 30-Meter-Hammer und zum Dribbling angesetzt hat, dann war das auch schon... Ich weiß, der hat bei Bremen, hatte er... Einmal aus 50 Metern Tor gemacht, glaube ich. Da war der Torwart draußen, da war dann ewig mich noch ja. Gut, dass der sowas gemacht hatte. Kann sehr gut sein. Josué. Kapitän bei der Meisterschaft. Oder allein für einen Kapitän in der Meistersaison heißt, muss er in den Spieler rein. Mindestens, ja. Ich erinnere mich nur noch. Ich erinnere mich schon noch an die Meistersaison, aber ich habe dann nicht dieses taktische Wissen schon gehabt. Ja, also jetzt größtenteils ist. Erinnert man sich gerne noch an das 5-1. Das ist halt. Sowas. Aber ich kann mich jetzt nicht an einzelne Spielzüge mit Josué zusammen erinnern. Also so, aber allein für einen Kapitän in der Meistersaison kommt er ein guter Spieler. Punkt. Grafit. Weltklasse. Das ist keine VfL-Legende, weil der hatte ein, zwei gute Saisons und ist dann, ne? Aber, also er hätte dann über mehrere Jahre beim VfL sein müssen, wie Benaye zum Beispiel. Ihm wurde auch ist nie die große Karriere geworden. Er war bei Wolfsburg und ist dann halt wieder irgendwo in Brasilien oder... Ich weiß nicht, das war sogar Katar oder sowas ähnliches. Also, ihm ist nicht das gelungen, was Dzeko gelungen ist, aber Grafit war auch, glaube ich, schon relativ alt. Dass man denkt so, ja, der müsste ja jung gewesen sein, aber er war auch schon Mitte, Ende 20. Ja. Und das ist halt auch schon dann schwer, nochmal eine große Karriere einzuschlagen. Bei Dzeko war es ja anders. Der ist ja jung. Der ist jetzt ist er alt. Jetzt ist er alt. Aber der war Anfang 20, als er zu Wolfsburg gekommen ist und weggegangen ist. Mandzukic. Das ist... Was wollen wir dazu sagen? Es ist schwierig. Er hat jetzt auch nicht die großartigen Leistungen gebracht, aber er war auf jeden Fall nicht schlecht. Ich hätte jetzt zwischen Mittel und Gut geschwankt. Ja, ich auch. Schwer. Machen wir, ich will jetzt nicht zu lange an mich mal festhalten. Wir packen ihn in die Mitte rein, aber relativ weit oben. Bist du damit einverstanden? Ja. Weil ich möchte ihn nicht mit Josué, dem Meisterkapitän, gleichstellen. Ja. Packen wir ihn vor Jule. So. Asche. Der war geil. Bei dem auch nochmal wiedergekommen. Wenn man den auf der Straße begegnet ist, oder würde ich dem auf der Straße begegnen und ich wüsste nicht, dass er Profifußballer ist, ich hätte Angst. Der sah richtig, richtig gefährlich aus und Asche ist auch einfach ein geiler Spitzname. Ich hatte eigentlich geplant, drei Leute in die Legende zu packen, aber einfach nur, wie er ist, hätte ich ihn einfach, weil er zurückgekommen ist, nochmal. Eigentlich schon, ne? Asche? Komm! Packen wir ihn einfach in die Legende. Was wollt ihr machen? Gibt halt vier Spieler in Legende. Jeder dachte, es wären drei. Wir sagen, es wären vier. Weil die vier auch für eine Legende steht. Und für eine zukünftige Legende. Barzagli. Der war da bei Juve. Und nur bei Juve. Ja. Stimmt. Auch für wenig Geld, aber das war früher auch anders. Das war nochmal was ganz anderes. Früher war alles besser. Der war Meistersaison oft dabei, oder? Ja. Aber hat nicht auch Stamm gespielt. Da Madlung. Madlung? Basagli war doch ein Stammspieler, oder? War es Basagli Madlung in der Meistersaison? Ich glaube, ja. Aber hatten wir nicht noch... Ich glaube, wenn... Das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, er kam von Parma für relativ viel Geld sogar. Und ist schon als ein... Stammspieler verpflichtet worden. Der war, glaube ich, Stammspieler. Der war ja. Gut in der. Also, ich meine auch, wir haben relativ wenig Tore kassiert. 2008, 2009. An sich, du musst ja im Verhältnis was hinkriegen, dass du oben bist. Ja. Und wenn du nur gegen ein Tor gegen Bayern kriegst, auch wenn sie damals an Voodoo und alles geglaubt haben, dank Jürgen Klinsmann. Jürgen? Ja. Guter, ein guter Spieler.
Genau. Ja, mindestens gut. Ich will, ist es eine Legende? Eher nicht. Weltklasse war er auch nicht, weil dafür hat ihm so ein bisschen vorne so... Er hat auf jeden Fall eine richtig gute Kopfballstärke gehabt. Mhm. Auch Kopfballtor gegen Bayern gemacht, daran erinnert man sich auch noch. Also ein Kopfballtor? Ja. Ecke? War es nicht die Schulter? Kann auch die Schulter gewesen sein. Das war, ich weiß nicht, ob es gegen Bayern war, aber ich meine, es Gentner hatte mal eins, wo er so... Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Kopfballtor. Jetzt spielt er auf jeden Fall mit Knoche zusammen. Und stimmt. Jetzt fällt mir gerade was auf. Da ist ja gar nicht Knoche dabei. Was ist denn das für eine Team? Nairolf Football, was soll denn das? Also hier keine Kritik an uns. Wenn euch einer fehlt, dann rüber auf seinen Kanal und ihm was schreiben. Und schöne Grüße vom Bob Talk ausrichten. Immer. Die nächsten drei möchte ich relativ schnell abfertigen. Na, ob Klimovic, wissen wir, das war der. Dann lass erstmal Klimovic. Der ist Dritter in der ewigen Torjägerliste von Wolfsburg. Mhm. Wird aber, ist wahrscheinlich bald eingeholt von Wekost. Und Klimovic hat auch gute Leistungen gebracht. Ich kann mich zwar nicht an die Zeiten erinnern, aber ich meine auch... Er war auf jeden Fall... Er hat auf jeden Fall einen Namen. Ja. Klimovic sagt einem was. Später auch zu Dortmund gewechselt. Obwohl, wollen wir ihn zu gut packen? Pack ihn einfach zu gut. Ich pack ihn zu gut. Komm, was soll's. Mir ist der Name wieder entfallen. Wir haben vorher Schnorr. Stefan Schnorr und Petrov. Petrov. Aber bei denen ist halt wirklich das Problem. Wir haben überhaupt keinen Bezug dazu, weil wir uns an diese Zeiten nicht wirklich erinnern. Ja, ich will sie nicht in schlecht reinpacken, ja. Weil das glaube ich nicht, dass sie schlecht gespielt haben. Aber ich habe einfach keine Ahnung. Tut uns leid. Dafür sind wir einfach noch einen Tucken zu jung. Nächster Weltklasse. Wolfsburg gibt es halt doch schon lange. Schon etwas länger. Länger als Köln. Liebe Grüße an Köln. Unseren. Nee. Was? Was? Ja. Was will man? Okay. Ja. Misimovic, wir gehen nein. Gleich zu. Gehen wir gleich zu DOS. Ich sag zu De Bruyne nichts, zu ja. Misimovic. Weltklasse. Auch möchte ich auch nicht viel ja. sagen. Dieses magische Dreieck, was er mit Dzeko und Grafit gebildet hat. Okay. Weil die dann, die drei müssen nebeneinander stehen, okay. Das geht nicht anders. Das war einfach Weltklasse. Wie die zu harmoniert haben, was für Pässe der gespielt hat. Das war dann auch mal nett. Geben wir dem De Bruyne, dass er halt doch schon stark war. Ja. Ja. Kannst du jetzt? Ich merke, ich möchte ein bisschen hinter machen. Weltklasse. Ich habe mir mal hier die Mühe gemacht und habe mir mal angeguckt, wie die Bewertung jetzt bei Kicker war, auch wenn wir schon oft gesagt haben, dass Kicker jetzt nicht unbedingt glaubwürdig ist, aber er hat gefühlt immer unter 3 gehabt, die Benotung. Und das hat schon was außergewöhnliches. Also nee, unter, wegen, er hat 2, noch was immer gehabt. Ja, ich meine, aber über... Also besser als 3. Du hast es unter? Ich habe unter, weil... Achso, schwierige Situation gerade. Also besser als 3, noch was, war er immer wieder und das zeigt schon, dass er ein extrem starker Keeper ist. Und in dieser Saison hat er nochmal aufgerüstet. Als ja. Weltklasse. Ja. Und noch, gib ihm noch 1-2 Jahre, dann ist er auch eine Legende. Ja. 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 Stimme ich zu. Kommen wir zur nächsten Legende. Kommen wir zur Legende, wenn wir schon davon reden. Ich fertige schnell ab. Kein Disrespect an Arnold. Ich habe zu. Was? In Zusammenarbeit zu Arnold schon ein Special gebracht. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Was ist los, DFB? Oder keine Nominierung. Ein Wolf bis 2026. Was ist los, DFB? Heißt das Video, glaube ich. Oder keine Nominierung für Arnold. Aber man verliert halt lieber gegen Nordmazedonien. Genau, richtig. Den. Ja, Legende. Seit der Jugend bei Wolfsburg immer noch da, hat verlängert. Seit 2009 ist er in der Jugend dabei. Wird da reingepackt. Weitermachen. Dost. Bass. Wir brauchen Bass. Also, in der Pokalsaison 2015 hat er. Das war sein Peak beim VfL. Der hat auch ein Traumtor in Bayern gemacht. Das war niemals so gewollt. Sowas von abgerutscht. Das habe ich mir auch zuletzt nochmal angesehen. Das wurde mir vorgeschlagen. Ich sehe das nur, wie der den trifft. Ja. Das war ein guter Spieler bei uns.
oder? Also ich fand ihn immer als eine Wand. Deswegen haben wir jetzt auch, später kommt er noch, den was DOS 2.0, den besseren. Der ist technisch einfach nochmal ein bisschen. Aber besser. DOS war einfach irgendwie, der war so eine Wand, der Ball kommt gegen und der Ball kommt wieder zurück. Vielleicht direkt im Vergleich direkt zu Vault? Komm. Gehen wir direkt zu Vault. Im Vergleich zu DOS einfach nochmal technisch besser und das, der ist einfach Weltklasse. Ja, Wacken zu Weltklasse. Was der auch wieder diese Saison abreißt, in der Saison davor schon. Einfach der etwas bessere Bass DOS. Kann man, denke ich, mal so beschreiben. Ivan Perisic. Auch hier in der Pokalsaison wieder gut gewesen. Flanke zum 3-0 gemacht. Zum 3-1 auf Dost. Der war gut bei uns. Ich möchte ihn neben Pagi stehen. Pagi zu gut. Ja. Das erlaube ich dir. Ja. Schäfer, Marcel, da Junge. Da sind die vier Legenden. Ja. Sie sind vereint. Die Marcel Schäfer ist einfach ein cooler Typ. Erstmal ein cooler Typ. Dann war er als Fußballer richtig gut. Haben die alle miteinander, wirklich alle zu viert miteinander zusammengespielt? War Benayo noch da, als ja De Jager zum zweiten Mal kam? Ich glaube ja. Und war da Marcel noch nicht aktiv? Mehr, ja, ich glaube. Ich glaube, er saß auf der Bank dann. Benayo und Schäfer saßen beide auf der Bank, aber sie waren, glaube ich, alle vier zusammen bei Wolfsburg. Kann gut sein. Roussillon. Vom einen Linksverteidiger zum nächsten. Gut. Der ist besser als Mittel. Nee, brauchen wir gar nicht. Knüpft er an seine Saison, an seine Anfangssaison nochmal an, dann ist er ja auf jeden Fall Weltklasse. Ja. Aber er hat halt nachgelassen. Durchhänger gehabt, jetzt lang raus gewesen. Otavio hat ihm so ein bisschen den Stammplatz abgelaufen. Aber jetzt, wenn Roussillon jetzt wiederkommt und wieder an seine Leistung anknüpft, denke ich mal auch, dass das ja nur nach oben gehen kann. Effe. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass Effenberg beim VfL gespielt hat. Ich finde das irgendwie so surreal. Ja. Geil irgendwie, aber surreal. Auch Salihamidzic, auch sehr, sehr komisch. Ja, der ist Sportdirektor bei Bayern, aber war bei Wolfsburg. Also das sind so ein Namen, auf die würde man niemals kommen, dass sie wirklich bei Wolfsburg waren. Aber haben wir eine Meinung zu ihm? Ich habe ihn nämlich jetzt auch. Ich habe ihn nicht aktiv spielen sehen, also logisch nicht. Also. An sich, leistungstechnisch wie über Wolfsburg war, können wir ihn nur in keine Meinung packen, weil ich eine Meinung habe. Der war wahrscheinlich auch wieder gut oder also mindestens Mittel beim VfL, aber ich habe keine Meinung. Habt ihr eine Meinung? Die Kommentare. Dann gerne die Kommentare. Das war's mit der Teamliste. Und das war jetzt wahrscheinlich mega. Ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen hoch geben. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen hoch geben. Natürlich. Nee, gerne auch Daumen runter, Kritik in die Kommentare. Gerne mit uns diskutieren, dass ihr vielleicht eher mit Najon schlecht gepackt hättet, weil er zu viele Fehler gemacht hat. Einen Gomez als Legende seht. Wen hättet ihr wo? Oder wo stimmt ihr euch uns nicht zu? Alles in die Kommentare. Wenn euch der Kanal gefällt, gerne abonnieren. Ich denke mal, natürlich auch die Glocke aktivieren. Das war ein mega langes Video. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob wir vielleicht zwei Teile daraus machen, aber wir knallen das einfach komplett in eins. Das ist scheißegal. Kein Mensch guckt sich das bis zum Ende an. Jeder hat schon abgeschaltet. Doch, jeder guckt sich das an. Ich weiß das. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir sehen uns beim nächsten Special oder bei der nächsten Vorschau, beim nächsten Rückblick wieder. Und ansonsten, gut Kick und bis zum nächsten Mal.